Also im letzten Video habe ich einiges an meinem HPT-Setup verändert und dadurch deutlich bessere Bilder erhalten. Was ich genau verbessert habe, seht ihr nach dem Intro. Die erste Änderung, die ich vorgenommen habe, war ein neuer Feed. Dieser ist immer noch 3D gedruckt, hat allerdings jetzt 8 Windungen mit einem Abstand von 12 mm. Die STL-Datei dazu gibt es wie auch zuvor auf Thingiverse zum kostenlosen Download. Zudem habe ich die erste Viertelwindung durch einen Streifen aus Kupfer ersetzt, welcher für eine bessere Anpassung sorgen sollte. Die genauen Maße für den Match, welche ihr gerade sehen könnt, stammen aus einer PDF von Arne van Belle. Falls ihr euch jetzt fragt, wie ihr an Kupferblech kommt, kann ich euch Folgendes raten. Ich habe einfach ein Stück eines alten Kupferrohrs aufgesägt und gebogen, bis es wieder flach war. Das geht natürlich auch mit einer Muffe, falls der nächste Baumarkt kein Kupferblech haben sollte. Die wohl größte Verbesserung hat allerdings der L-Band-Filter gebracht. Da ich einige Funkmasten im Umkreis von nur wenigen 100 Metern habe, hatte ich einige Störungen von GSM- bzw. LTE-Signalen, da diese sehr stark sind. Auch die LNAs und das SDR hatte deswegen ein höheres Rauschen, was zu einem schlechteren Signal zu Rauschabstand geführt hat. Es gibt einige verschiedene L-Band-Filter auf dem Markt im Moment, wie zum Beispiel der von Adam, welcher für sein LNA-Fall bekannt ist. Ich habe mich für einen Cavity-Filter entschieden von der deutschen Firma Sysmocom, welcher ein Passband von 1525 bis 1705 MHz hat. Der Verlust ist mit unter einem dB sehr gering, wodurch wenig Signal verloren geht. Der Filter besteht zudem komplett aus Metall und ist sehr gut verarbeitet. Durch den Filter sind alle Störungen durch die Funkmasten verschwunden, solange ich die Satzschlüssel nicht direkt auf einen richte. Auch das Grundrauschen hat sich deutlich verbessert, da alle starken Signale wie zum Beispiel FM, DAB+ und halt die ganzen GSM-Frequenzen abgeschwächt werden. Damit die ganzen Komponenten etwas geschützter sind, sowie als Vorbereitung auf eine feste Montage draußen, habe ich alles in einem wasserdichten Gehäuse verstaut. Das Gehäuse ist für das Verbauen von elektronischen Installationen gedacht und IP65 zertifiziert. Meins habe ich im nächsten Baumarkt gekauft, online gibt es die aber natürlich auch. Der Filter sitzt zwischen den beiden SPF 5189Z LNAs und ist über kurze SMA-Kabel mit diesem verbunden. Ein weiteres kurzes Kabel verbindet dann das LNA am Eingang des Filters mit dem Feed. Damit ich per Fernspeisung bzw. BST die LNAs mit Strom versorgen kann, habe ich eine 10 Mikrohenry Spule an das LNA am Ausgang des Filters gelötet. Damit ist nur das Signalkabel zum SDR nötig und kein extra Stromkabel für die LNAs, welches auch störende Signale aufnehmen könnte. Da das erst bei Mini, was ich verwende, bereits schon BST integriert hat, muss man nur einen einzigen Knopf drücken und schon sind die LNAs angeschaltet. Mit den genannten Verbesserungen an meinem Setup habe ich in den letzten Wochen ziemlich gute Bilder empfangen. Eines der wohl besten seht ihr gerade eingeblendet. Allerdings gibt es noch immer einiges, was ich ändern möchte, wie zum Beispiel die Haltung einer Satzschüssel, damit ich diese auf der Elevationsachse um mehr als 70 Grad kippen kann. Da ich bisher noch keinen automatischen Tracker habe, der die Satelliten verfolgt, habe ich bei diesem Bild auch den Satelliten per Hand verfolgt. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.